Die Wasserfreunde Spandau 04 bleiben in der Bundesliga auf Erfolgskurs und gewinnen die Partie gegen den SV Ludwigsburg 08 mit 15:4. Haben in der Verteidigung überhaupt keine Fehler gemacht. Die haben die nicht zum Abschluss gelassen und war eigentlich alles top. Im Gegensatz zum Champions-League-Spiel am vergangenen Dienstag, welches die Berliner mit 7:13 gegen CN Massé verloren, wirken sie gegen Ludwigsburg von Beginn an konzentriert und offensiv stark. Der Grund dafür ist wohl eindeutig, denn nach mehreren Corona-Fällen treten die Spandauer wieder in Bestbesetzung an. Bereits nach 5 Minuten gehen sie durch Marco Stamm mit 5:0 in Führung. Vor allem die kompromisslos geschwommenen Schnellangriffe des renommierten Clubs lassen die Angriffe der Gäste an der starken Hauptstadtabwehr scheitern oder aber sichere Beute des starken Spandauer Torhüters Laszlo Baksa werden. Zur Halbzeit steht es 11:1 für den Tabellenführer. Uns hat es viel schwer gemacht, dass wir ganz klar schwimmerisch und körperlich, also physisch unterlegen waren. Wir haben fast jeden Angriff einen Konter gekriegt. Da hat es halt gezeigt, dass Spandau doch nochmal eine Schippe professioneller trainiert und auch mehr trainiert. Trainer Peter Kovacevic fordert auch nach dem Seitenwechsel die volle Konzentration seiner Spieler. Und sein Team enttäuscht ihn nicht. Denn Dimitros Nikolaidis überwindet erneut den gegnerischen Torhüter und raubt damit den Ludwigsburgern jegliche Hoffnung auf einen möglichen Punktgewinn. Lediglich im Schlussabschnitt können die Gäste noch 2 Treffer erzielen, bevor der Spandauer Benze Haverkamp kurz vor Spielende den Ball zum 15:4 Endstand in die Maschen schweißt. Der erst 15-jährige Wasserballer reiht sich mit seinen 2 Treffern in die Liste der besten Werfer ein. Für mich war das Spiel sehr besonders. Ich habe viel Einsatz bekommen, konnte viel spielen, auch was zeigen. Nun geht es für die Wasserballer Schlag auf Schlag. In der kommenden Woche startet für Deutschlands Männer die finale Vorbereitung auf das EM-Qualifikationsturnier in Slowenien. Und bereits am 25. Februar wird im Gipfelduell zwischen Waspo Hannover und den Wasserfreunden Spandau wieder um Bundesliga-Punkte gekämpft. Dort wird sich dann zeigen, wer die klare Nummer 1 in der Wasserballliga ist und ob die Spandauer ihren Erfolgskurs halten können.